Der folgende Film wurde von Mitarbeiterinnen des Vereins Danaida Bildung und Treffpunkt für Frauen in Graz gestaltet. Darin werden wir Ihnen einige Beispiele vorstellen, mit denen wir im Deutsch als Zweitspracheunterricht und in der Basisbildung mit Frauen gute Erfahrungen gemacht haben. Ausführlicher werden wir auf die App Phase 6, Hallo Erwachsene, und die Plattform Learning Apps eingehen. Seit vielen Jahren setzen wir Computer in den Kursen ein, mittlerweile auch Tablets und Smartphones. Diese Geräte und die mit ihnen einhergehenden neuen Technologien dienen vor allem als hilfreiches Werkzeug zum Erlernen der Sprache. Es geht aber auch darum, den Umgang damit zu erlernen und zu verbessern. Darüber hinaus werden sie durchaus auch einer kritischen Betrachtung unterzogen. Hallo Erwachsene ist eine Vokabeltrainings-App speziell für Erwachsene. Für Kinder gibt es eine eigene Version. Sie ist für alle gängigen mobilen Betriebssysteme verfügbar. Durch den übersichtlichen Aufbau ist die App auch für Lernerinnen mit geringen Vorkenntnissen gut geeignet. Sie können aus 10 Ausgangssprachen wählen. Dadurch ist die Vokabeltrainings-App gut zum eigenständigen Lernen nutzbar. Die Phase 6 Hallo-App Deutsch für Erwachsene wurde im Rahmen der europäischen Initiative Vision Education und in Kooperation mit den Technologie- und Verlagspartnern Alphary und Hueber Verlag produziert. Über Sponsoren wird eine kostenlose Nutzung der App ermöglicht. Die App vermittelt einen Grundwortschatz von ca. 800 Begriffen zu den alltagsrelevanten Themen. Hallo, über dich, Familie, Freunde, Zahlen, Uhrzeit, Tage, Mensch, Körper, Sport, Freizeit, kleine Wörter, Kommunikation, Gebäude, Arbeit, Beruf, Alltag, Lernen, Kleidung, Farben, Essen und Trinken, Einkaufen, sowie Wetter, Natur, Verkehr, Reisen und Länder. Begriffe werden mit Hilfe einer Zeichnung dargestellt und vorgesprochen. Jeder Begriff wird auch in einen Beispielsatz eingebettet. Das Wort und der Satz können beliebig oft angehört werden. Es besteht auch die Möglichkeit, das Gehörte nachzusprechen, aufzunehmen und sich die Aufnahme anzuhören. Die eingeführten Begriffe werden auf verschiedene Weise geübt. Es geht zum Beispiel darum, einen Begriff dem richtigen Bild zuzuordnen. Wird der Begriff richtig zugeordnet, wird er noch einmal eingeblendet und vorgelesen. Das kann auf den ersten Blick für Trainerinnen langweilig wirken, ist aber sehr hilfreich, da sich die Lernenden der korrekten Lösung noch einmal vergewissern können. Anschließend werden die Begriffe mit verschiedenen Übungsformen gefestigt, wie Ton-Bild-Übungen, Multiple-Choice-Übungen, Wort-Bild-Übungen und Schreibübungen. Je mehr Übungen gemacht werden, umso mehr weitere Wörter werden freigeschaltet. Es gibt ein Tageslimit, damit die Lernerinnen bereits gelernten Wortschatz nach einer Pause wiederholen und damit festigen können. Die App ist klar und übersichtlich. Es wird nicht zu viel auf einmal gelernt. Sie ist eine gute Ergänzung zum Kurs. Die Lernerinnen erhalten viele positive Feedbacks, auch für kleine Lernfortschritte. Beim Einsatz im Unterricht ist zu bedenken, dass die Bilder nicht immer eindeutig sind. Wenn ein Bild nicht verstanden wird, kann dies zu Missverständnissen führen. Auf dem Smartphone sind die Bilder teilweise sehr klein. Unsere Erfahrung zeigt, dass die Teilnehmerinnen sehr gerne mit Hallo Erwachsene lernen.
Learning Apps ist eine kostenlose, webbasierte Autorinnen-Software und Web 2.0-Plattform zur Unterstützung von Lern- und Lehrprozessen mit kleinen interaktiven, multimedialen Bausteinen, Apps genannt. Sie erlaubt die Nutzung und Mischung verschiedener Multimedia-Formate. Diese Plattform wird durch den Verein Learning Apps, interaktive Lernbausteine, betrieben und weiterentwickelt und durch Sponsorinnen finanziert. Diese Lern-Apps können online erstellt sowie verändert und in Lerninhalte eingebunden werden. Sie stellen keine abgeschlossenen Lerneinheiten dar, sondern können in den Unterrichtsablauf eingebettet werden. Für die Lernbausteine stehen zahlreiche Vorlagen zur Verfügung, zum Beispiel Zuordnungs-, Schreib- und Auswahlaufgaben. Jede Übung kann über einen eigenen Link oder einen QR-Code geöffnet werden. Hilfestellung bei der Verwendung von Learning Apps geben das Einführungsvideo, und das Tutorial. Es gibt bereits eine sehr umfangreiche Übungssammlung aus verschiedensten Themenbereichen wie Sprachen, Naturwissenschaften, Mathematik etc. für Lernende von der Vorschule bis zur Erwachsenenbildung. Für Neueinsteigerinnen empfiehlt es sich, Apps zu durchstöbern, um sich Beispiele anzusehen und auszuprobieren. Dabei kann nach Themenbereichen bzw. nach eigenen Stichworten gesucht werden. Dadurch bekommen Sie einen guten Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten von Learning Apps. Gleichzeitig werden Sie feststellen, dass manche Übungen Sie zwar ansprechen, aber nicht genau für Ihre Teilnehmerinnen passen. Der große Vorteil von Learning Apps besteht darin, dass Sie jede Übung bearbeiten und für Ihre Bedürfnisse adaptieren können. In diesem Fall verwenden Sie die Vorlage weiter und können alle Inhalte neu gestalten oder beibehalten. Vom Titel über die verwendeten Bilder und Text bis zum Feedback an die Lernenden. Abschließend können Sie die veränderte Übung in der Vorschau ansehen und als neue Übung speichern. Bei Learning Apps besteht auch die Möglichkeit, sich zu registrieren und Apps zu sammeln sowie Kurse einzurichten. Beim Erstellen von eigenen Übungen ist es wichtig, sich zunächst zu überlegen, wer die Zielgruppe ist und was vermittelt werden soll. Falls Sie Bilder, Videos oder andere Materialien verwenden möchten, sollten Sie diese vorbereiten und bitte unbedingt auf das Copyright achten.